So, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Dark Souls 2, der erste DLC, Crown of the Sancten King. Jetzt habe ich es einmal richtig gesagt. So, sind wir stehen geblieben in diesem Raum. Ja, und es geht da nur runter. Na, dann gehen wir mal runter. Bumm. Okay. Man dachte, da kommt ein Gegner. Hätte ich mir auch gedacht. So. Fast. Okay. Oh, Alter, was geht denn? Ah, okay, da ist aus. Da schaut's nach Bossi aus. Hoffentlich. Ich hab schon lange keinen Boss mehr gekriegt. Voll, ja, wirklich. Es wird Zeit für einen Boss. Halt ihn mal zwischendurch, bevor da noch ein Gegner kommt. Was bist denn? Urgeil, was ist denn er? Hallo, grüß dich. Ah, du bist auch nicht intelligenter als die anderen. Ja. Vielleicht lasst du was Schönes. Backstep. Aber dein Schwert macht unmäßig viel Schaden. Was war das? Aha. Glaub, ach so. Okay. Jetzt da drauf steckst, sperrst dich wahrscheinlich ein. Lügner voraus. Was für ein Lügner. Hat wohl irgendwas geschrieben und ist schon weg. Hurra für Sacker. Oberhalb. Oberhalb? Nein, da ist nichts. Ah, oberhalb. Ist zwar ein bisschen falsch gestellt, aber... Doppelarmbrust-Heini. Ja, der wird bald nicht mehr doppel... Ja, gut. Lassen wir mal die Kondi darauf. Boah, der ist nervig. Mhm, das ist er. Ja, ja, komm runter. Dann mache ich dich mit fertig mit meinem Schwert. Komm her, du Wieser Wichser. Oh, da sind sogar Truhen. Warum sind da offene Truhen? So. Du hast doch unsere Items weggenommen. Mission von Verzweiflung und dann Unglück. Wie ein Traum? Hey! Das sind meine Items! Es fehlt nur noch, dass in den hinteren zwei Ecken Mimik stehen, dich töten und auch nichts droppen. Na gut, dann war das da unnötig, dass ich da hingegangen bin. Dann gehen wir weiter da. Da sinkt irgendwer. Schön. Okay. Hier geht wahrscheinlich jeder weiter runter. Soll ich da weitergehen? Ja. Kann nicht schaden. Man kann schon, aber... Hurra für Leichtsinn. Da unten ist ein Nebel. Ja, voll. Bossi! Das muss er sein. Vorsicht vor Nachricht. Ihr seid cool. Diejenigen, die das schreiben, die sind echt cool. So. Warte mal. Ja, wurscht. Items finden können wir immer noch. Aber da geht's nicht weiter. Nein? Rüberspringen vielleicht? Würde ich jetzt nicht riskieren. Wieso nicht? Weil es weit ist. Kann ja weit springen. Okay, Moment. Was, um was? Leuchtfeuer voraus? Okay. Da unten oder was? Da ist auf jeden Fall mal ein Gegner. Hallo. Hallo Gegner. Und zweiter, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, mal den einen da. Ja, die haben das gleiche Schwert wie ich. No. Moment, ich möchte vorher noch was trinken. Ihr seid sehr intelligent. Und schnell. Das ist Havelschild, falls ihr das nicht kennt. Lauf, 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 lauf. Und zack. Da können wir uns wenigstens weiter fortbewegen. So, wo ist da das Leuchtfeuer? Wo wäre das hier? So, du bist weg. Und zurückrollen. Sehr gut. Und, ah, fast. Komm, 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 komm. Jetzt habe ich dich. Du bist ein Vollidiot. Wo ist jetzt da das Leuchtfeuer? Mein versprochenes.
Hinter irgendwie da schon wieder so eine geschissene Wand oder was? Lass euch mal was Besseres einfallen. Was so unsichtbare Wände. Vielleicht da links ums Eckerl? Nö. Ja, irgendwo muss sein. Ich hab noch nie jemanden gesehen, der bei einem Leuchtfeuer war. Das stimmt, ja. Noch sehr offene Kisten. Viele offene Kisten. Drakenblut. Der Rest von dem Set. Leiwand. Das schauen wir uns auch gleich an. Wird aber, glaube ich, nicht besser sein als Havels Ausrüstung. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber no. Vielleicht hat es mehr gegen Magic, so nachdem dein Schwert Magic Schaden macht. Wahrscheinlich, ja. Wäre gegen einen Bobo-Kerl gewesen. Für einen Bobo wäre das cool gewesen, ja. So, hier ist nichts. Hier? Da komme ich aber nicht weiter. Da drüben schon. Was leuchtet denn das? Soll ich da jetzt rüber? Nein, das geht sich nicht aus, glaube ich. Auch nicht. Das glaube ich geht sich nicht aus. Leuchtfeuer voraus. Okay, okay. Mal schauen. Er hat's da geschrieben. Rüstung voraus, aber Vorsicht vor Feind. Okay, ist ein anderer. Darauf. So. Nein, das geht nicht. Keine unsichtbare Wand. Okay. Da gerade vielleicht. Leuchtfeuer übrigens links. Darunter. Darunter? Ja, es hat in die Richtung gezeigt, die Schrift. Leuchtfeuer übrigens links. Ich glaube, also, ich weiß nicht, aber... Wo wäre da ein Leuchtfeuer? Geh noch, warte, ich geh noch mal rauf. Da vielleicht, nächste Etage. Da kann ich eh von da rüber springen. Ja, spring gleich, oder? Achso, jetzt. Macht wahrscheinlich keinen Unterschied. Na, wieso? Davon da baue ich ja auch schon. Achso, ich habe mir gedacht, das ist schon eins weiter unten. Da baue ich ja auch schon. Okay. Ja, gut. Ja, das ist, wenn man sich nicht auskennt, es tut mir leid. Jetzt müsst ihr halt mitsuchen. Sucht's einfach, okay. Sucht's mal einfach mit. Blues Clues. Alter, was geht denn ab mit euch? Wo? Sollte hier ein Lo- da? Nein. Vielleicht vorstellt ich meine die Fackel. Arschloch. Das könnte sein, ne? So, darunter. Darunter. Alter, jetzt muss man den ganzen Weg. Nein, da ist sicher irgendwo ein Leuchtfeuer, wo wir finden sie. Da rein. Vielleicht. Schauen wir mal. Das sind Gegner. Garantiert. Ich will hier raus, deshalb springe. Kommt her! Hallo. Ja, einzeln seid ihr noch besser. So, dann schlagen wir mal hin. Ja, das ist Havels Schild, gell? Havels Schild. Sag das mal. Havels Schild. Und das nennt man Backstep. Backstep. Vollidioten. Ich glaub's alle, ihr könnt es gegen mich ausrichten, gell? So, schauen wir mal, was da gibt. Dreimal, glitzernes Titanit. Ein Drachenknochen wäre besser gewesen. So, ganz langsam. Ah, hat mich gehört. Jo. So, jetzt. Bam! Ganz ruhig. Tot. Ah! Doch nicht! Er hat das überlebt! Kriegst noch mal einen Backstep damit. So, was haben wir hier? Große Szene des tapferen Kriegers. Und nochmal, 6 Titanit-Dinger haben wir gekriegt. Es wird Zeit für deinen Hammer. Kleiner seidiger Stein, 5-mal. Super. Halt ihn mal zwischendurch.
gibt's ja nicht. Ich will hier raus, deshalb springen. Also da drinnen wird. Da wird mir nichts angezeigt. Vielleicht gibt's da unten irgendwo einen. Hörst du was? Das wäre fast zu nett. Okay, das ist sicherer Boden. Drachenrast. Okay. Da hinten sind Schriften. Wir schauen mal gleich nach hinten. Da, da oben ist eine Schrift. Was haben wir hier? Verdammt teuer. Was ist verdammt teuer? Das Spiel oder was? Was haben wir hier? Freund. Freund. Hieß aber keiner. Nein. Na, vielleicht weil ich menschlich bin. Für den Boss halt. Anscheinend ist da wirklich ein Boss. Ja, na super. Ohne Leuchtfeuer. Jetzt müssen wir den ganzen Weg. Den ganzen Weg? Hurra für sinnlos. Danke. Scheinbare Wand voraus. Das glaube ich weniger. Aber ich probiere es halt einmal. Wir haben eh erst 11 Minuten auf der Uhr. Ich kann es probieren, aber ich glaube nicht, dass da irgendwo eine scheinbare Wand ist. Cool wär's. Mit einem Leuchtfeuer drin. Ja, also das wäre cool. Wenn das wirklich der Boss da vorne ist, dann wäre das wirklich cool. Aber das hat ja bis jetzt nie bei Dark Souls funktioniert. Dass man genau vor dem Boss ein... Oh ja. Also, dass man genau vor dem Boss ein Leuchtfeuer gehabt hat. Aber das hat nur einmal funktioniert und das war bei der Ratte. Aber da gibt's nichts. Nichts. Was haben wir da? Hilfe. Gut hinhören. Das kommt von da drinnen. Vorsicht vor Hexereien und dann Vorsicht vor... Pyromantie. Okay. Hilfe. Okay, da drin ist hundertprozentig ein Boss. Da vielleicht? Nein. Ja. Auch nicht. Ich will hier raus. Okay. Na gut, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Wir gehen aber allerdings erst da rein in den nächsten Part. Falls da wirklich ein Boss drinnen sein sollte. Wenn nicht, dann cutte ich das zahm einfach. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler. Gutin. Yo.